Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Oxygen Not Included. In Oxygen Not Included werden wir Experimente machen ab sofort. Ich probiere ernsthaft täglich ein Experiment rauszuhauen. Ich kann euch nicht versprechen, ob es klappen wird. Ich liege jetzt schon einen Tag hinterher. Und deswegen wird es heute zwei geben. In Oxygen Not Included ist man auf einem fremden Planeten oder Asteroiden abgestellt und muss sich dort seine Bahn aufbauen, um zu überleben und alles industriell fertigen zu können, und so hat seine Zivilisation auf dem Asteroiden aufgebaut. Ja. In den Experimenten würde es dann darum gehen, zum Beispiel, dass wir gewisse Sachen, die schwierig zu erreichen sind, perfektionieren werden, so dass Leute, die neu ins Spiel einsteigen können, direkt eine Idee haben, wie die es am besten machen können. So, das machen wir in Form eines Experiments. So Leute, ich habe jetzt erstmal einen Planeten ausgesucht, auf den wir landen werden. Und das erste Thema wird es sein, unendliche Sauerstoffversorgung, die niemand ausfällt, also natürlich außer wenn der Strom weg ist, die immer funktioniert, dass euch nicht irgendwann der Sauerstoff ausgeht. Das ist das erste Thema. So Leute, das hier ist meine Basis. Ich werde euch jetzt einmal erklären, wie das hier funktioniert. Also diese Basis, die habe ich jetzt erstmal fernab gebaut von da, wo ich normalerweise bauen würde. Ihr könnt hier überall x-beliebig bauen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist natürlich die Materialien und ein Geysir. Das heißt, ihr müsst das an einem Ort von einem Geysir machen. Und zwar von einem Dampf-Geysir oder Wasser-Geysir. Ich habe jetzt hier einen Kaltdampf-Geysir. Also dieser Dampf-Geysir, der Dampf kühlt ab, da kommt Wasser raus. So, das Wasser wird jetzt hier weggepumpt. Und das werde ich euch einmal zeigen. So, das Wasser wird von der Wasserpumpe hier rausgepumpt und in Elektrolysegeräte reingepumpt. Die Elektrolysegeräte, die machen jetzt ganz einfach das. Die teilen mit Hilfe von elektrischer Energie. Teilen die das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff auf, was dann diese Pumpe aufnimmt. Und die pumpt das einfach in den Filter rein. Der Filter hier, der holt das Sauerstoff raus. Und der Filter hier holt Wasserstoff raus. Alles andere, was wir nicht brauchen, wird rausgeschossen. Brauchen wir nicht. Einfach so einen leeren Raum, wo man Überdruck entziehen kann. Ja. Und um das Ganze zu starten, weil du brauchst ja immer einen Anfangsstrom, damit es beginnen kann, habe ich einfach kurz dieses Ding hier hingebaut. Und jetzt könnten hier so viele Menschen überleben. Also jetzt von Sauerstoff her. Mhm. So, und das Ganze funktioniert immer. Das ganze System funktioniert zu jeder Zeit. So, worauf ihr achten müsst bei diesem System. Ist eine Sache, also nicht wundern, das hier sind Bunkertüren. Die Bunkertüren sind einfach super, die sind unzerstörbar und sind einfach am besten zum Schutz. So, denn gefährlich hier dran ist die Hitze. Elektrolyse und die Dampfgeysire machen extrem viel Hitze. Deswegen auch alles mit isolierten Steinen. Einmal um alles von außen abzuschirmen und um halt einfach die Wärme nicht
verbreiten. Ich habe jetzt einmal das hier abgerissen und zwei Sachen, auf die ich achten muss. Einmal, ganz wichtig, ist die Hitze. Die Hitze kann euch alles ruinieren, ja? Sorgt also dafür, dass ihr auf jeden Fall ein kaltes Gebiet baut. Weil ihr seht, das heizt eure Basis richtig, richtig auf. Und das verteilt ihr natürlich auch auf die ganze Basis. So, deswegen ist es wichtig, dass ihr in einem kühlen Gebiet baut, damit sich das noch einigermaßen ausgleichen kann, dass ihr die Möglichkeit habt, von außen die Kälte reinzuholen. Ja, das heißt, wenn es jetzt zu warm werden würde, dann könnte ich einfach die Luft von außen reinpumpen, um die Kälte hier reinzukriegen. Ja, da kommen wir nicht rum, weil das ja nur die Rede von automatisch Sauerstoff ist. Und ja, genau. So, zweite Sache, worauf ihr achten müsst, ist der Gaswind, also nicht Gaswind, der Dampfwind, also der Geysir. Ihr müsst diesen unbedingt analysieren lassen. Sehr wichtig. Und das einfach aus dem Grund, die Geysire haben Pause. Manchmal sind die Pausen extrem lang. So, und ihr müsst euch auch sowas vorbereiten. Baut euch Batterien, gigantische Energiespeicher. Guckt auch, dass eure Produktion ein bisschen höher ist als hier, weil also dieses Gerät also schafft es gerade mal, sich selbst zu versorgen. Die Basis hat einen Zauberstoff. So, und so funktioniert das. Wenn ihr eine größere Basis habt, müsst ihr mit viel mehr Energiebedarf rechnen und mit viel mehr Sauerstoff. Genau, aber das war das Experiment. Ja, ich habe es geschafft. Wir haben unendlich viel Sauerstoff. Solange der Geysir funktioniert, funktioniert alles. Und man kann ja jetzt, man könnte jetzt zum Beispiel dasselbe mit dem zweiten Geysir machen, weil Dampfgeysire sind nämlich besonders oft und häufig. So, das kann man jetzt mit dem zweiten Geysir machen. Und ganz einfach diese gleichzeitig, dann zwei von diesen Werken gleichzeitig laufen lassen, hat man immer Sauerstoff. Ja, und wenn ihr Sauerstoff speichern wollt, zur Sicherheit, dann nehmt euch einen Gastank und speichert das. So, also ich würde sagen, Experiment bestanden. Diese Person kann jetzt hier wunderbar leben, hat genügend Sauerstoff, aber es das heißt wunderbar leben, ne? Genau. Und zum Thema Hitze. Das seht ihr jetzt hier, hier beginnt das. Baut eure Sachen immer aus hitzebeständigen Materialien. Also, ich zeige euch das einmal. Baut eure alles, was in dem heißen Bereich ist, zum Beispiel die Batterien, baut die immer aus wirklich hitzebeständigen Temperaturen. Hier Überhitzungstemperatur plus 200 Grad. Natürlich, ich bin Kreativmodus, na, ich nehme mir das Beste davon. Weil ihr müsst bedenken, bei einer zu hohen Hitze geht alles kaputt. Das heißt, ihr müsst das richtige Material für die verwenden. Achtet da immer. Das heißt, ihr braucht gewisse Materialien schon im Vorhinein. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Wie findet ihr das, dass ich jetzt täglich so ein Experiment raushaue, was ein paar Minütchen geht? Schreibt mal eure Meinung oder so dazu in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch allen einfach noch eine schöne Weihnachtszeit. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.